Hallo meine Lieben, die Mythen und Legenden um verlorene Städte sind zahlreich, tief versteckt in den undurchdringlichen Dschungeln unserer Erde. Und tatsächlich finden Archäologen immer wieder neue Zeugnisse längst vergessener Kulturen. Eine dieser soll sich in der Wildnis Indonesiens befunden haben, auf der Insel Sumatra. Nun veröffentlichte alte Bilder einer Expedition sollen dies belegen. Sie zeigen nicht nur die prachtvollen Bauten, sondern auch ihre Einwohner. Woher die Fotos genau stammen, die Geschichte ihrer Entdeckung, die zahlreichen Aufnahmen und welche mysteriösen Funde man dort gemacht haben will, erfahrt ihr wie immer nach dem Intro. Alfred Isaac Middleton. Ein Name, der gerade für Aufregung sorgt. Nicht nur in den sozialen Medien, sondern auch in der Welt der Archäologie. Er soll ein Entdecker aus dem späten 18. Jahrhundert gewesen sein. Einer der vielen Privatiers, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die unerforschtesten Winkel dieser Erde zu durchforsten. Auf der Suche nach verborgenen Schätzen und unbekannten Zivilisationen. Wie das Smithsonian Magazine nun berichtet, ging Middleton auf seiner letzten Expedition verloren. Er verschwand im tiefen Dschungel Sumatras, einer großen indonesischen Insel im Westen von Java. Sein Weg führte ihn zu einer verlorenen Stadt. Er war auf der Suche nach Dablito, der Wohnort einer bis heute immer noch unbekannten Zivilisation. Blieb Middleton für immer verschollen, sollen nun Fotos aufgetaucht sein. Stammt von einer alten Kamera des Entdeckers. Damals von Gehilfen aus dem Dschungel geborgen, sollten sie nun nach Jahrzehnten das Tageslicht erblicken. Und sie zeigen wirklich Atemberaubendes. Aufnahmen einer alten indigenen Bevölkerung und ihre prachtvollen Bauten. Die Bilder sind wirklich faszinierend. Geben Sie uns doch Einblicke in eine völlig andere Welt. Eine geheime Entdeckung, die uns auch heute noch nicht erreicht hat. Doch nun soll das Geheimnis um die Stadt Dablito gelüftet worden sein. So berichtet es zumindest das Smithsonian Magazine. Die Herkunft dieser Bilder ist bisher noch nicht endgültig geklärt. Ein ehemaliger Assistent von Arthur Conan Doyle und ein Freund des Entdeckers Sir John Morris habe sie jahrzehntelang in Besitz gehabt. Eine ganze Sammlung von Dokumenten über diesen geheimnisvollen Forscher namens Alfred Isaac Middleton, darunter eben jene Fotografien. Laut Doyles ehemaligem Assistenten war Middleton auch ein Entdecker. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, nach einer verlorenen Stadt namens Dablito zu suchen. Diese soll irgendwo auf dem Weg zu einem See namens Lop Nur liegen. Dort soll der Entdecker auch für immer verloren gegangen sein. In dem nun veröffentlichten Artikel wird Middleton so beschrieben. Der britische Entdecker Alfred Isaac Middleton durchstreifte Ende des 19. Jahrhunderts die entlegensten Winkel der Welt auf der Suche nach zoologischen, botanischen und archäologischen Wundern. Ein paar neu entdeckte Fotos helfen Licht auf einige unglaubliche Entdeckungen während einer Reihe damals unbekannter Missionen in den Regionen Südostasiens, Afrikas und des Amazonas-Regenwaldes zu werfen. Wie Middleton überhaupt an die Kenntnis einer solchen verlorenen Stadt gekommen ist, klingt wirklich fantastisch. So wird berichtet, dass sie nur anhand einer mysteriösen Karte gefunden werden kann. Sie zeige den Weg zu einer goldenen Stadt. Diese sei wiederum an einem See errichtet worden. Das markanteste Detail sei aber eine große goldene Statue einer Frau. Dabei soll das Monument nicht von den Einwohnern selbst stammen, sondern vom verlorenen Kontinent Atlantis. So zumindest der Mythos um diese geheimnisvolle Karte. Schließlich habe sich eine Gruppe unter der Leitung von Middleton aufgemacht. Sie haben herausfinden wollen, ob diese Stadt wirklich existiert. Und sei es nur die alten Ruinen derer. Middleton selbst war aber nur ein Teil eines größeren Forschungsteams. So sei noch ein zweites Erkundungsteam losgeschickt worden. Um die Chancen auf den Erfolg zu verbessern, habe man ebenfalls John Hargreaves losgeschickt. Auch er zog mit ein paar engagierten Männern los, um sich durch den indonesischen Dschungel vorzukämpfen. Mehr ist allerdings nicht bekannt. Middleton hingegen soll fündig geworden sein. Er habe Dablito gefunden, die goldene Stadt. Die nun aufgetauchten Fotos sollen davon zeugen.
Für die Einwohner sollte ihre Entdeckung nichts Gutes bedeuten. Das Smithsonian Magazine berichtet, dass einer der Mitreisenden einen vergrabenen Sarg voller Gold gefunden habe. So wertvoll, dass er vom Team um Middleton direkt geborgen worden sei. Auch die in der Karte beschriebene goldene Statue soll dem indigenen Volk entrissen worden sein. Doch die Hebung des Schatzes sollte nicht unbemerkt geblieben sein. Indonesische Einwohner hätten das Erkundungsteam entdeckt. Sie überrumpelten die Forscher, nahmen sie gefangen und entrissen ihnen den gestohlenen Schatz. Dies soll dann auch der letzte bekannte Aufenthaltsort Middletons gewesen sein. Ein kleiner Verschlag im weiten Dschungel Indonesiens. Er soll während seiner Gefangenschaft gestorben sein. Was genau zeigen die etlichen Fotos? Und wer sind die Bewohner dieser geheimnisvollen goldenen Stadt? Warum ist sie bisher immer noch verborgen? Die alten Aufnahmen zeigen wirklich Erstaunliches. Große, prachtvolle Bauten, fast schon unwirklich, als stammten sie aus einer völlig anderen Welt. Eine gezeichnete Karte soll uns einen kleinen Überblick der Gesamtgröße geben. Fast schon unvorstellbar, dass es dem indigenen Volk gelang, etwas so Gigantisches zu errichten, allein mit den Mitteln, die ihnen der Dschungel zur Verfügung stellt. Sie zeugen von einer jahrhundertelangen Entwicklung ihrer Architekturkunst. Wie moderne Wolkenkratzer schießen sie in den indonesischen Himmel. Einige Bilder erinnern ein wenig an moderne Raketen, wie eine große Trägerrakete mit ihren Boostern an der Seite. Aber dort mehr hinein zu interpretieren, wäre an dieser Stelle wohl unangebracht. Oder haben sie doch wie andere Zivilisationen auch etwas gebaut, das sie gesehen haben und sich nicht anders erklären konnten? Manch einer will gar ein UFO auf den Bildern entdeckt haben, ähnlich den Vimanas, den fliegenden Schiffen aus den alten indischen Texten. Dazu der Bericht der goldenen Statue aus Atlantis. Doch dies ist natürlich reine Spekulation, es könne sich hier ebenso um einen Kratzer handeln. Andere Bauwerke scheinen wiederum zu schweben, so perfekt in die umliegende Natur eingearbeitet, dass sie ein Teil von ihr wird, ein Einklang zwischen dem Menschen und seiner Umwelt. Das wohl interessanteste Foto ist allerdings die Nahaufnahme einer der Bewohner. Sie zeigt einen sehr ursprünglichen Menschen, als wäre er in der Evolution stehen geblieben. Er besitzt eine sehr markante Gesichtsform. Eine breite Nase dominiert sein Gesicht, die Augenhöhlen tief nach innen gerichtet. Ein eiförmiger, haarloser Schädel wird von einem dichten Bart umrandet. Zeigen uns die Fotos wirklich eine unbekannte Zivilisation? Eine, die im späten 18. Jahrhundert noch existierte? Gibt es Belege dafür, dass es tatsächlich einen Forscher namens Alfred Isaac Middleton gab und dass er Double Toe fand? Auch Mainstream-Historiker haben sich nun zu den aufgetauchten Fotos geäußert. Sie vermuten, dass die Geschichte von Middleton nur ein Scherz sei. Seine Mission, Double Toe zu finden, habe nie stattgefunden. Andere wiederum sind fest überzeugt, dass diese Expedition echt war. Ob diese Fotos aber ein Zeugnis davon sind, könne man bisher nicht klären. Ob es diese Zivilisation und deren Bauten wirklich gab, lässt sich heute nur schwer feststellen. Belegt ist, dass bereits vor 70.000 Jahren die Menschen Sumatra besiedelten. Seitdem kämpfen sie dort mit den ständigen Vulkanausbrüchen. Gerade der Krakatau wird der Bevölkerung dort immer wieder zum Verhängnis. Der über Jahrhunderte aktive Vulkan bricht nahezu ständig aus. Die zwei verheerendsten Ausbrüche fanden in den Jahren 1883 und 1930 statt. Gut möglich, dass diese die letzten Überreste der verlorenen Zivilisation für immer unter sich begraben haben. Und so bleiben uns nur diese Fotos, die uns diese einzigartige Kultur zeigen, oder zumindest die Vorstellung um diese mythische goldene Stadt namens Double Toe. Was haltet ihr von den Bildern? Sind sie echt? Zeigen sie uns eine verlorene Stadt mitsamt einer vergessenen Zivilisation? Schreibt mir wie immer eure Meinung dazu in die Kommentare. Bis dahin, Augen auf und bis zum nächsten Video.